Brain Groose. Alter. Nein. Zu hoch. Zu unkontrolliert. Uff. Boah, sehr stark. Gut, dass ich nicht dran gegangen bin. Ich wollte schon springen. Guck mal, Spektral Healing ist direkt rausgegangen. So, ein Rotz. Also wäre das mein Teammate, würde ich den jetzt direkt sperren. Melden und sperren. Eckige AFKler. Ich weiß nicht, ob die hier bei Rocket League irgendwelche Strafen bekommen. Aber zumindest melden kann man sie. Macht er uns jetzt hier alleine nass? Das war natürlich der Hint. So nicht. Lattenknaller. Das kann ich zum Beispiel auch gar nicht so halten. Das war sehr stark. Das war sehr stark. Boah, das sah sehr gut aus. Sowas zählt als Torschuss. Wieder da oder was? Warum ist der plötzlich wieder hinten? Oh, schade. Kann auch einfach auf den Spieler gehen, ne? Treffe ich auch nicht. Treffe ich auch nicht. Ich bin so schlecht. Simply, Leute. Der hält uns mit.
Also kann man sagen, was man will. 2 gegen 1 und wir verkacken das. Machen wir mal lieber hier Nägel mit Köpfen. Der war schön nach links. Schön ins Lattenkreuz. Ja, nicht rumspielen hier, sonst verkacken wir wirklich. So, jetzt aber. Komm, geh raus, Junge. Ist doch okay. Oh ja, ich wäre genauso. Gut, bei 7-3 würde ich vielleicht auch gehen, aber so ein bisschen weiterspielen. Warum nicht? Gucke, macht noch Tore. Partieeinladung. Wer ist das? Einer von hier? Ui. Nice. Das Ding ist, auch auf YouTube, die ganzen Rocket League Kommentare, da sind halt wirklich so Platin oder alles, was irgendwie höher ist dabei, die mir Tipps geben. Und die wollen mit mir zusammenspielen. Aber da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Weil das ist ja noch viel schlimmer wie Gold. Dann carryen die mich vielleicht bis Platin. Und wenn die mal nicht da sind, ist das eine Vollkatastrophe. Und ich steig wieder ab. Da habe ich gar keinen Bock drauf, so Boost-Dinger. So, ein Game kriegen wir noch hin. Bester Spieler sogar. Ich habe einige Tore gemacht.